Wichtigste Argument, warum Putin nicht gewinnen darf, ja, das wissen wir. Illegaler Angriffskrieg, Vladolf Putler, schlimmer als Hitler, hat Krebs im Endstadium, man muss ihn nicht ernst nehmen, wenn er mit der Atombombe droht. Vielleicht einfach darum, was ist für die geopolitische Lage besser, wenn der Putin gönnt oder der Herr Zelensky, also sind nicht die zwei, wenn es Russland oder die Ukraine ist. Wir haben gestern... Was ist für die geopolitische Lage besser, wenn die Ukraine gewinnt oder wenn Russland gewinnt? Ich würde sagen, die goldene Milliarde. Der Westen hat so viel investiert in den Sieg der Ukraine, dass es ziemlich klar ist, dass diese Milliarde das will. Aber den anderen 7 Milliarden geht es, glaube ich, ziemlich am Arsch vorbei. Oder im Gegenteil, schlägt es sogar auf die Seite von Russland, weil sie vom Westen mit seiner wertebasierten, regelbasierten Ordnung des Wertewestens einfach die Nase voll haben.